Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es einen etwas verspäteten Lesemonat aus dem Monat September. Ich habe es euch ja schon im letzten Video gesagt, es hat sich alles ein bisschen verschoben durch private Dinge und durch verschiedene Videos, die immer nur einmal im Jahr passieren, wie zum Beispiel das Magicon-Video. Aber heute möchte ich mit euch meinen Lesemonat aus dem Monat September durchgehen. Und ich muss echt sagen, ihr habt den Titel ja schon gelesen, es ist der traurigste Lesemonat des ganzen Jahres. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Bücher geworden. Und das ist ja quasi so für mich gar nichts. Aber ja, es sind viele Dinge geschehen und ich war viel unterwegs. Und ja, da kam das Lesen leider noch kürzer als in den letzten Lesemonaten, wo ich schon gesagt habe, das ist echt wenig für mein Verhältnis. Ja, aber jetzt kommt der Herbst, jetzt kommt der Winter, jetzt kommen die kühlen, nassen, verregneten Tage und da lese ich tatsächlich doch viel, viel mehr als im Sommer, man mag es nicht glauben. Ja, dieses Mal habe ich tatsächlich auch zwei der Bücher parallel auf Nextory gehört. Wie ihr wisst, höre ich meine Hörbücher immer über Nextory und ich kann euch die App auch nur wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Ich liebe sie, ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Es gibt über 500.000 Hörbücher und auch E-Books teilweise. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen durchschauen. Und es gibt einfach super viele Bücher, die ich auf meinem Sub liegen habe, die ich eigentlich einfach über Nextory komplett hören könnte. Und das finde ich richtig klasse, weil es einfach meinem Sub-Abbau dient. Ich habe ja auch noch ein paar Bücher auf der 23 für 23 Liste offen und ich habe da die Tage mal reingeguckt und ungefähr die Hälfte davon kann ich über Nextory hören und das werde ich dann vermutlich auch tun, denn langsam wird es ein bisschen eng mit meiner 23 für 23 Liste. Ich habe euch übrigens auf meinem Instagram-Profil auch ein Highlight erstellt, das extra für Nextory gedacht ist. Da werde ich euch nach und nach immer mal wieder ein paar Bücher vorstellen, die es aktuell auf Nextory gibt. Ich werde euch hier mal ein kleines Video einfügen, das ich von meinem Handy aus abgefilmt habe. Da seht ihr, dass da aktuell sehr, sehr viele neu erschienenen Bücher online sind. Also es ist nicht so, dass die Bücher dann erst Monate später in die App kommen. Nein, wenn das Buch erscheint, erscheinen auch ganz viele Hörbücher direkt hier. Also wer dann sagt, ja, ich habe 5 Bücher aktuell auf der Wunschliste, möchte mir die aber nicht alle kaufen, dann geht ihr einfach mal in die Infobox. Da ist ein Link zu Nextory, da könnt ihr 30 Tage kostenlos testen, euch die Hörbücher runterladen, euch die Hörbücher anhören. Ihr könnt sie in Fast Forward hören, das heißt bis zweifache Geschwindigkeit. Bei mir persönlich sind die Hörbücher nämlich auch immer zu langsam eingesprochen. Ich höre fast alles auf doppelter Geschwindigkeit. Dann gibt es auch eine Sleep-Timer-Funktion, das heißt, wenn ihr euch abends irgendwie auf die Couch legt und seid schon ein bisschen müde, dann macht ihr euch einen Sleep-Timer auf, keine Ahnung, 15 Minuten. Und wenn ihr dann einschlaft, dann ja, geht das Buch nach 15 Minuten automatisch aus. Ich finde die Funktion klasse, weil ich ganz oft zum Einschlafen Hörbücher höre. Geht einfach mal gucken, ob es euch gefällt, ob es euch zusagt. Ich kann es euch, wie gesagt, wärmstens empfehlen. Ich empfehle euch das in jedem Lesemonat. Also ich habe, wie gesagt, zwei der Bücher komplett auf Nextory gehört. Die anderen drei habe ich in Papierform gelesen. Diesmal war gar kein E-Book dabei, fällt mir mal auf. Obwohl ich eins gelesen habe, aber das habe ich jetzt erst im Oktober beendet. Deshalb wird es erst im nächsten Lesemonat auftauchen. Aber das habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt, das Buch. Und das war, ja, eins von der lieben Anni. Und ihr wisst, ich liebe die Bücher von Anni. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Es soll nämlich heute um den Lesemonat September gehen, nicht Oktober, September. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mit dem Video. Das erste Buch, das ich im September gelesen habe, war It Happened With You von Tessa Bailey. Und das ist ja der zweite Band der Bellinger-Schwestern-Reihe. Ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt, aber ich habe sie einfach mal so getauft. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo steht. Nein, es steht nicht da. Ja, hier geht es, wie der Name vielleicht schon verrät, um die zweite Bellinger-Schwester, um Hannah. Sie ist ja total musikverrückt und liebt es, ja, nach alten Platten zu stöbern. Und als sie dann mit ihrer Schwester gemeinsam die Bar ihres Vaters wieder auf Vordermann bringt, erfährt sie, dass da eben auch ein Plattenladen um die Ecke ist. Und dort darf sie auch so ein bisschen
jobben. Und der liebe Fox, um den es hier auch geht, der bringt sie auch auf eine, ja, Musikbörse, nenne ich es mal so. Das war alles, was so in Band 1 geschehen ist, so als Vorgeschichte zu diesem Buch. Da wird man schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass es im nächsten Buch um Fox und Hannah gehen wird. In Band 1 ist quasi eine Freundschaft zwischen den beiden entstanden und dieses Buch startet dann mit dieser Freundschaft. Am Anfang gibt es ganz viel Chat-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten, Messenger-Nachrichten, ich weiß nicht, was es ist, wo es einfach nur um ihre Freundschaft geht und man merkt eben auch, dass die beiden sehr, sehr gut harmonieren und eigentlich wünscht man sich von Anfang an, los Fox, flieg rüber, schnapp dir das Mädchen und reite in den Sonnenuntergang. Aber wenn das geschehen wäre, dann wäre das Buch ungefähr so dick und man hätte sich den Rest sparen können. Ich habe in Band 1 ja kritisiert, dass die zwischenmenschlichen Szenen zwischen Hannahs Schwester und Brandon sehr, sehr cringe waren. Ich meine, wer Tessa Bailey kennt, weiß, dass dieses Buch sehr, sehr spicelastig ist und dass es viel um Sehnsucht und Verlangen geht. Aber ich muss sagen, was Fox und Hannah zusammen haben, hat mich viel mehr berührt als das, was Brandon und ihre Schwester haben. Ich weiß nicht mehr, Piper heißt sie, glaube ich. Und es war gar nicht cringe. Also die beiden haben so gut harmoniert, egal ob auf freundschaftlicher Ebene, auf menschlicher Ebene, auf zwischenmenschlicher Ebene, dass ich das Buch einfach super, super gerne gelesen habe. Ich wollte es zuerst auch als Hörbuch hören und dann habe ich an einem Abend gedacht, ach, jetzt hast du es hier liegen, jetzt liest es mal. Und ich glaube, ich habe 3/4 vom Buch an einem Abend weggesuchtet, weil sie es einfach so gut hat lesen lassen. Es geht halt auch viel um die Entwicklung von Fox, der eigentlich immer so als Weiberheld verschrien ist. Aber man taucht halt in seine Gedankenwelt ein, dadurch, dass das Buch halt aus beiden Sichten geschrieben ist. Und merkt einfach, dass er einfach ein sehr sensibler Mensch ist, der Angst hat, etwas falsch zu machen. Und er macht im Buch eine richtig schöne Entwicklung durch. Und das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Dann habe ich im September ein Buch gelesen, auf das ich mich schon ultra gefreut habe. The Darkest Gold 3 kam im September raus und sobald es hier eingetrudelt ist, hat es auch schon auf meiner Couch startbereit zum Lesen gelegen. Ich habe Band 1 und 2 ja wirklich damals inhaliert. Das kam ja, ich glaube, im Frühjahrsprogramm von KISS auf den Markt. Und ja, was heißt Frühjahr-Sommerprogramm? Ich glaube, 13. Juni, wenn ich das noch richtig weiß. Es war kurz nach meinem Geburtstag, ist Band 1 und 2 zeitgleich erschienen. Und ich dachte so, wow, das ist mutig. Wenn Band 1 floppt, dann hat man direkt 2 Bücher gleichzeitig auf dem Markt. Es ist Gott sei Dank nicht gefloppt. Also es war für mich ein richtiges Highlight. Aber ich hatte da im Vorfeld bei der Programmvorschau so ein bisschen Angst, dass das passieren kann. Ich bin ja so ein Was-wäre-wenn-Mensch. Ich habe Band 1 und 2 geliebt, demnach habe ich direkt Band 3 in die Hand genommen, als es dann erschienen ist und als es hier angekommen ist. Und ich muss sagen, ich war zwar am Anfang etwas abgeschreckt von der Dicke, weil ich glaube, Band 1 und 2 sind gefühlt zusammen ein bisschen dicker als das hier. Aber es ist auch wirklich das dickste Buch, das KISS jemals auf den Markt gebracht hat. Das hat mir die liebe Anke nämlich noch erzählt. Aber jetzt möchte ich euch natürlich erzählen, um was es geht. Wie gesagt, das ist der 3. Band einer Reihe. Deshalb kann ich euch zum Inhalt des 3. Bandes nicht so viel sagen. In der Reihe geht es um den Mythos rund um König Midas, der den Ruf hat, alles rund um sich in Gold verwandeln zu können. Es gibt verschiedene Königreiche und jeder König hat so seine eigenen, Talente. Dann gibt es zum Beispiel König Fäule, der alles und jeden quasi von innen aus verfaunen lassen kann. Klingt richtig eklig und es wird auch hier ein, zweimal erklärt, wie das geschieht, also das macht. Und das fand ich richtig eklig zu lesen.
Da habe ich dann auch mal so kurz geschluckt, weil Raven Kennedy schreibt schon sehr bildgewaltig und sehr detailliert, nennen wir es mal so. Und das nicht nur bei Szenen, in denen Menschen verfaulen, auch in Szenen, in denen Menschen Gewalt angetan wird oder in zwischenmenschlichen Szenen. Das ist alles sehr, sehr bildgewaltig. Also man braucht da teilweise einen starken Magen. Band 1 steigt zum Beispiel direkt in einer Szene ein, in der mehrere Menschen gerade miteinander zugange sind. Und damals habe ich schon so gedacht, wow, wenn das schon so anfängt, das wird ja richtig, richtig heftig. Aber man gewöhnt sich dran. Und hier geht es dann eben auch nicht nur um König Midas und um Orin, sondern die Geschichte ist ab Band 3 auch noch aus der Sicht einer anderen Person geschrieben, nämlich Königin Malina. Das ist die offizielle Frau von König Midas. Orin ist ja seine goldgeküsste Favoritin. Es nennt sich Sättel. Also König Midas hat mehrere Sättel, mit denen er dann auch gewisse Aktionen betreibt. Ich muss hier immer gucken, wie ich das formuliere, damit YouTube mir nicht mein Video entmonetarisiert. Ja, Königin Malina hat ihren eigenen Weg gefunden, um gegen ihren Mann zu interagieren. Und deren Sichtweise ist hier dann eben auch erklärt. Ich habe jetzt gerade nur ein Kapitel gesucht. Ja, so sieht das dann eben immer aus. Das ist jeder Kapitelzierde sieht ein bisschen anders aus. Also Orin hat diesen Käfig quasi, aus dem der Vogel entflieht. Muss ich mal gerade gucken, wo die anderen sind. Da ist doch wieder Orin. Die Kapitel von König Midas sind mit einem Schlüssel versehen und die von Königin Malina mit einer Glocke. Diese Symbole haben auch alle eine Bedeutung, aber wenn ich euch die jetzt verraten würde, dann würde das zu sehr zur Geschichte oder zum Inhalt der Geschichte spoilern. Deshalb, ich kann euch diese Reihe nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr nochmal was richtig Fesselndes lesen wollt in Richtung Fantasy, was auch ein bisschen düster und blutrünstig ist, dann auf jeden Fall diese Reihe. Es werden auch noch 2 weitere Bände erscheinen. Nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Dann durfte ich genauso aus dem Hause Kiss wie The Darkest Gold die Bryn Mawr Academy Geheimnisse lesen. Das ist der Reihenauftakt von dem lieben Dominik und auch sein Debütroman. Wir begleiten hier 2 Jungs. Einmal den Samuel und einmal den Connor. Samuels Bruder ging bereits auf die Bryn Mawr Academy und ihm ist etwas Schreckliches dort passiert. Seitdem liegt er im Wachkoma und ja, Samuel möchte eben jetzt herausfinden, was da damals geschehen ist. Er schleust sich in die Bryn Mawr Academy ein, also er bewirbt sich dort und wird auch dort angenommen und macht sich auf die Suche nach einer gewissen Studentenverbindung, die es offiziell gar nicht gibt, aber die es inoffiziell doch gibt und versucht dort eben irgendwie reinzukommen. Das Problem ist nur, dass die sich quasi ihre Mitglieder aussuchen und die suchen lieber Mitglieder, die gar kein Interesse haben, da reinzukommen, als welche, die sich überall drüber schlau machen und man ihnen anmerkt, dass sie unbedingt dahin wollen. Ja, er lernt dort direkt am ersten Tag Connor kennen und hat keine Ahnung, in welcher Verbindung Connor mit dem Unfall von damals mit seinem Bruder steht. Oder er hat auch keine Ahnung, dass Connor seinen Bruder gekannt hat. Es ist alles sehr, sehr verworren. Es geht viel um Geheimnisse. Das teasert der Titel ja schon an. Ich persönlich bin da immer so ein bisschen genervt von, wenn die Leute einfach nicht miteinander kommunizieren. Aber vieles war für mich vorhersehbar, muss ich leider sagen. Aber nichtsdestotrotz, die Auflösung hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber ja, es gab Dinge, die konnte ich nicht vorhersehen, es gab Dinge, die waren für mich irgendwie von Anfang an schon klar und da habe ich auch nicht verstanden, warum Samuel das nicht checkt. Aber ich habe das Buch gerne gelesen. Ich finde, Dominik hat einen super schönen Schreibstil. Es war für mich auch mal was ganz Neues, eine Beziehung zwischen 2 Männern zu lesen. Also ich habe tatsächlich da noch kaum Erfahrungen gesammelt. Ich fand es auch total interessant, mal diese Sichtweise zu lesen und bin auch gespannt auf Band 2. Ich muss jetzt schnell den Akku der Kamera wechseln,
weil ich das mal wieder vergessen habe aufzuladen. Yay! So, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Das da wäre Viel leicht jetzt von Caroline Wahl. Das ist der Reihenauftakt ihrer Viel leicht Reihe und die lag ja schon jetzt ewig auf meinem Sub. Ihr habt das Buch bei meinem What I Read Next September Video quasi ausgewählt. Und dann dachte ich mir, so, jetzt packst du es endlich an und jetzt nimmst du es von deinem Sub runter und jetzt bist du motiviert. Ich habe das Buch tatsächlich komplett bei Nextory gehört während meines Wanderausflugs. Also ich war 2 Tage nacheinander wandern und habe die erste Hälfte an Tag 1 und die zweite Hälfte an Tag 2 gehört. Und habe mich danach auch gefragt, warum ich es nicht schon früher gelesen habe, weil es mir echt richtig gut gefallen hat. Wir begleiten hier Gabriella. Die reist quasi von Brasilien nach Deutschland, um ihren Vater kennenzulernen. Sie hat bei ihrer Mutter Briefe gefunden, die quasi sagen, oder die ihr quasi gesagt haben, wer ihr Vater ist. Und jetzt reist sie nach Deutschland, um ja, sich in die Catering-Firma von ihm einzuschleusen und um ihm näher zu sein und um ihn kennenzulernen. Natürlich möchte sie auch mit ihm reden. Aber erstmal möchte sie da Fuß fassen. Auf dem Flughafengelände lernt sie einen, oder im Flugzeug selbst lernt sie einen jungen Mann kennen, den Anton. Und zuerst sind sie sich gar nicht so grün, aber dann trennen sich ihre Wege und auf wundersame Weise kreuzen sich ihre Wege wieder, was sie gar nicht hat kommen sehen. Ja, die beiden arbeiten zusammen in der Küche und man merkt so von Anfang an, da ist so ein Knistern und die beiden sind auch richtig süß zusammen und arbeiten auch richtig gut zusammen. Aber beide, ja, haben eben auch Geheimnisse vor dem anderen oder dem oder der jeweils anderen und die stehen ihnen auch so ein bisschen im Weg. Ich fand's super witzig, dass die beiden Gabriella und Anton heißen, weil einfach in meinem Buch, das ich geschrieben habe, in Band 2, es eben auch um eine Gabby, die man schon aus Band 1 kennt, und ihrem Ex-Freund Anton geht und eben noch um eine andere Person. Und damals habe ich dann gedacht, oh, jetzt denkt jeder wahrscheinlich, ich habe das von Caroline abgekupfert. Dabei kannte ich zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe, diese Geschichte noch gar nicht. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe von Caroline vorher noch nichts gelesen. Also es war quasi das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe. Und ich bin total begeistert. Ich habe auch gesagt, ich muss unbedingt Band 2 und 3 jetzt noch hinterher schieben. Aber da muss ich jetzt erstmal meine 23 für 23 Liste abarbeiten, weil sonst wird das damit gar nichts mehr. Aber ich habe es vor, das auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch zu tun. Vielleicht packe ich Band 2 auch einfach auf die 24 für 24 Liste und dann bin ich da hochmotiviert, mit der Reihe weiterzumachen. Ich habe das Setting in der Küche auch sehr, sehr gemocht. Das mochte ich bei der Hungry Hearts Reihe von Nena Tramontani ja auch schon so gerne. Irgendwie mag ich es, wenn es sich so ein bisschen um Food und Liebe dreht. Das passt irgendwie, das sind so zwei Themen, die für mich sehr, sehr gut zusammenpassen. Deshalb habe ich es auch sehr, sehr gerne gelesen. Und dann habe ich mich noch an ein Self-Publisher-Buch gewagt, Soul Trip, wenn die Seele erwacht. Das ist ein absolut bunter Mix aus Familiendrama, aus Fantasy, aus Zeitreise, aus, ja, sehr, sehr vielen Themen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, in welchem Genre ich das Ganze einordnen sollte. Es hat halt sehr, sehr viel spirituelle Momente, aber dann auch wieder so ganz gewöhnliche Thematiken und Problematiken, die jeder von uns irgendwo kennt. Also es geht um Myla, sie ist 16 und ihr Zwillingsbruder ist gestorben, was an und für sich ja ein super trauriger Auftakt für ein Buch ist. Sie hat eine Art Box, eine Schatulle, und mit der kann sie an einen bestimmten Strand reisen, an dem sie sich halt immer so ein bisschen zurückzieht und über alle möglichen Dinge nachdenkt. Und eines Tages tauchen dort Leute auf, taucht ein Krieger auf, mit dem sie sich auch anfreundet. Und der bringt sie in ja, das Abenteuer ihres Lebens. Viel mehr möchte ich eigentlich da gar nicht auf den Inhalt eingehen. Das Buch ist meiner Meinung nach gar nicht so inhaltsschwer,
würde ich jetzt mal sagen. Also klar, die Geschichte plätschert so vor sich hin und es ist auch super schön, alles zu lesen. Aber ich finde persönlich, dass diese ganze Spiritualität, es geht halt auch viel um geistige Gesundheit, um geistige Stärke. Es sind auch Yoga-Elemente mit drin oder Yoga-Gedanken. Und das hat mich eigentlich so gecatcht, wie die Autorin es geschafft hat, da eine Geschichte rund um ein spirituelles Denken zu bauen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist super schwer zu erklären. Das Buch ist sehr, sehr speziell. Also ich glaube, es gibt da vermutlich dann auch nur Leute, die es mögen oder die es nicht mögen. Aber ich sag mal so, wenn man sich die ersten Seiten durchliest, da weiß man genau, okay, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir. Nicht so wie andere Bücher, wo du denkst, okay, das ist eine normale Geschichte und im Nachhinein denkst du so, oh, die war aber echt langweilig. Also hier ist es wirklich so, du weißt von Anfang an, okay, das catcht mich oder catcht mich nicht und dann kannst du entscheiden, wie du damit umgehst. Ich persönlich fand, dass ich nach dem Buch sehr, sehr viele Gedanken in meinem Kopf hatte. Ich habe mich sehr viel hinterfragt, sehr viele Dinge hinterfragt und dazu hat es auf jeden Fall geholfen anzuregen. Dementsprechend, also wenn ihr da in der Thematik ein bisschen interessiert seid, dann schaut da auf jeden Fall mal bei der lieben MR Gelzer vorbei. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im Monat September gelesen habe. Es waren nicht so viele, aber dafür umso schönere. Also ich kann wirklich sagen, dass ich von jedem einzelnen Buch auf seine Art und Weise begeistert war. Und das ist ja auch schon mal etwas Positives. Im Endeffekt kommt es ja nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Und mit diesem wunderschönen Satz lasse ich euch jetzt alleine. Mit diesem Satz verlasse ich euch jetzt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!